Wie habe ich das damals gemacht? Per Zauberhand. Das war aber keine... Ich habe damals keine Zweierbreite gemacht, ne? Boah, du fragst mir Sachen. Ich weiß das noch, aber... Ich müsste hier tiefer gehen? Mach doch erstmal was anderes fertig. Ja, aber das Hühner Spaßbad wollen wir schon ewig machen. Was haben wir... Mit Schildern. Ich kann das auch mit, Leitern machen. Wir brauchen, So ein richtig fetter Ozean wird das. Ich sehe schon kommen. Nee. Übertreiben können wir jetzt ja auch nicht. Wenn die Nase juckt. Das wird eine Hühnervault, Alter. So, Ja, ich sehe es schon. Mit Schildern. Aber mit Leitern? Geht das nicht auch mit Leitern? Warum habe ich das mit Schildern damals gemacht? Für Leitern haben wir, glaube ich, dabei, ne? Alter, ich habe so viel Krempel einfach dabei und auch von diesem Bau gerade. Wenn ich jetzt Leitern für nehmen würde? Hab ich ernsthaft keinen Kies? Das gibt's doch gar nicht. Das weiß ich nicht, Tobi. Weil du es damals beschriften wolltest. Ach so, deswegen. Da habe ich wahrscheinlich Zuschauernamen, aber... Die sind immer so gemein zu mir, dann mache ich jetzt mal ohne. So. Dann käme hier Wasser drauf. Das Wasser mache ich hier drauf. Und dann müsste hier noch ein noch eine Abteilung sein, oder? Hier würde ich das Wasser drauf machen, das würde dann dahin abfließen, dann würden die Eier auch immer abfließen. Oder? Nee. Noch eins tiefer. Ja, tiefer machen wir eh noch. Hier oben ist nur die Oberfläche, also hier oben ist nur das erste Spaßbad, es geht nur weiter in die Tiefe. Das ist nicht so, dass das hier dann schon endet. Das hier müsste ich noch einen versetzen. So. Kannst die Mitte nicht auffüllen. Ich habe Schilder gemacht, weil ich die hier aneinander klatschen kann, oder was? Ah, es ist lange her. Es ist echt lange her. Wasser mit Gefälle kommt aber erst unten, ne? Hier oben hatte ich, glaube ich, alles ausgefüllt. Tobi, was machst denn du gerade? Ich sammle gerade Kies und warte, ob es mein Mörtel fertig wird. Dein Mörtel? Mein Mörtel. Oh, achso, warte mal, dann mache ich die Erde. Hä? Dann kann ich doch die Erde da eigentlich. Dann kann ich doch da bleiben. So. La 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 la. So, Hühner schwimmen ja immer oben, ne? Die gehen auch keine Leitern runter. Also nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht. Vor allem nicht, wenn da Wasser drauf ist. Dann bleiben die immer oben. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt noch nicht, dass ich hier irgendwie was bastle und dann geht das alles gar nicht mehr. So. Ja, das ist ja schlau. So. Und wenn ich jetzt hier in der Mitte Wasser mache, dann wird das abschüssig sein. Lieber Fanatics, natürlich, das darfst du gerne machen. Leitern schwimmen nicht weg. Ansonsten stehen die Hühner an den Blöcken, an denen der Zaun steht. Okay, das müsste ich gleich mal ausprobieren. Eier bleiben auf Leitern liegen, ist das richtig? Wir testen es mal ein bisschen aus. Echt? Das wundert mich ein bisschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eier auf Leitern liegen. Warum? Das ist doch kein typisches Ei-Verhalten.
von meinen Eiern schon. Ja gut, deine, aber die sind ja natürlich auch Ausnahme. Das weiß jeder hier. Okay, ich lese das gerade zum zweiten Mal, aber wir haben ja auch genug. Tobi, was hast du mit den Schildern gemacht, die ich dir alle, die Timmy bei dir alle dran gemacht hat? Warte mal, die habe ich glaube ich sogar noch. Oh, huch. Soll ich dir die mal vorbeibringen? Boah, das wäre natürlich super. Dann zeige ich dir gleich was beim Fischerhaus. Hier ist noch ein paar Schilder. Das waren echt viele. Also ich habe mir wirklich, da habe ich mir echt Mühe gegeben, muss ich aber mal sagen. Das glaube ich. Ich glaube auch mit Düse. So, wieso mache ich denn nicht angegriffen hier? Mit meinem edlen Ross. Mhm. Dein edles Ross, so. Weißt du? Findest du nicht, dass das Pferd ein absolut edles Geschöpf ist? Na, theoretisch schon. Wo bist du denn gerade unterwegs, dass ich da so ungefähr hinreiten kann? Ich bin im NPC-Dorf beim Häuschen. Ah ja. So. Dann mache ich das alles mit Schildern. Ich schmeiß mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz noch schnell weiter. Ich will gar nicht wissen, was die hier machen. Hier. Bitte. Nehmt das einfach. Die perversen Dorfbewohner, was ist bei denen? Rhyolith brauche ich gerade nicht. Stein würde ich gerne behalten. Ja, grüner Stein, ciao. Und Kreide, ciao. Rülpst mich aber noch an. So, habe ich. Zaun habe ich nicht dabei, ne? Hätte mich gewundert. La. La. Mm-hmm. Trichter und Hopper. Wir sind noch gar nicht fertig. Das ist mehrstöckig. Das ist doch mehrstöckig, Freunde. Wir sind noch gar nicht fertig. Ganz unten kann ich das machen, klar. Aber noch sind wir ja nicht fertig. Wir machen doch nicht einfach nur eine Etage. Also, bitte. Das sieht nur oben nach einer Etage aus. Da hast du so ein Hühner-Spaßbad. Aber nach unten hin. So. Wo ist denn der Tobi? Tobi, was machst du denn genau, Tobi? Ich komme gerade zu Ihnen mit den Schildern in der Gepäck. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön von Ihnen, Herr Tobi. Ich sammle mal kurz die Erde, dann mache ich hier vielleicht nochmal die Leitern weg. Erik ersäuft gerade die Dorfbewohner. Das stimmt. Nee, die sind ja selber im Brunnen. Die machen irgendwelche... Oh mein Gott. Lass mich raten, du hast die Schlucht gefunden. Alter. Tobi, was ist los? Diese scheiß Schlucht, ey. Ich bin immer drüber gesprungen. Ich hab's immer... Und jetzt? Ich lebe noch. Wir leben beide noch. Und dein Pferd? Lebt auch noch. Mist. Oh, das freut mich aber. Ich muss jetzt nur hier rauskommen irgendwie, ne? Warte mal, wenn ich jetzt... Das Schlimme ist, wenn ich jetzt hier absteige, ne? Das ist nicht mein Tag heute, ne? Ich liebe diese Musik. Wenn die Ultima 9 Musik spielt und man hier so rumläuft und dann an dieser Fischerhütte, das ist schon geil. Mag ich voll gerne. Ich will mehr von diesem Feeling eigentlich. Weniger, also die großen Projekte sind cool, aber ich will auch diese kleinen Sachen irgendwie mehr bauen. Alter. Das war's hier mal einfach. Oh. Boah, diese Drecksschlucht, ey. Und weißt du jetzt, was mit dem kleinen Timmy damals passiert ist? Ja, die Schluchten, die du ausgehoben hast mit deinen großen Händen, die sind ihm zu Fängnis geworden. Ich kann da nichts dafür, ich kann meine Kräfte nicht kontrollieren, Tobi. Die du nicht mal gekennzeichnet hast. Die Schlucht? Hä, du weißt doch, dass da eine ist. Ja, aber das, irgendwann vergisst man das halt, weil man sich halt denkt, oh, ich reite jetzt lang so. Oh, es ist die Schlucht im Schneegebiet, ne? Ja. Oh ja, die ist böse, da springe ich sonst auch immer rüber. Schön. Hat bis jetzt immer. Du hast ja so ein Flatterding, ne? So ein. Mhm. Ja, du kannst da rüber flattern. Ja, das ist ganz praktisch, Tobi. Alter, was war da denn schon wieder für ein Loch? Bitte was? Hä, was ist das hier? Was machst du da gerade? Bist du im Beate-Use-Shop? Nein, ich bin gerade über so ein komisches Loch gesprungen. Was war das? Du bist doch hier eigentlich, ne? Beim NPC-Dorf.
Ja, ich komme da jetzt wieder hin. Ich wollte gerade, ich wollte dir helfen bei der Schlucht, aber da warst du ja, du warst in einer anderen Schlucht. Ui, ich bin schon wieder da, bin gar nicht weg. Da wandert ein Schwein herum. Oh, ich muss das essen. Ah, ich sehe schon deine stattliche Stute. Ja. So. Ah. Hey Tobi, da bist du ja. Hi. Tobi? Tobi, jetzt dreh dich doch nicht um, wenn ich mit dir rede. Tobi? Mal. Was machst du denn? Tobi? Warte. Tobi? Alter, Tobi, was ist denn los? Hm? Ich muss gerade Sachen sammeln, tut mir leid. Ah, Tobi! Ah, Tobi will tauschen, alles klar. Ist mein Inventar voll. Hä? Jetzt bist du zweimal da. Hä? Das ist Magie. Hast du... Oder? Findest du das lustig? Ein Smaragd ging für einen Zimtsetzling. Was? Ja, was? Hä, was? Der macht mir ein ganz anderes Angebot. Ich muss ihm Smaragde geben. Ja, was hab ich gesagt? Zimt, ja, stimmt, Zimtsetzling. Ja. Ich hab Zinn verstanden, ich weiß gar nicht warum. Richtiger Typ, der Junge. Ah, oder, Sternfrucht. Sternfruchtsetzling. Auch cool. Oh, geil, danke. Warte, du musst, glaube ich, rauskommen. Ich komme da nicht rein. Ja, genau deshalb. Geil. Warte, hier. Hast du Platz? Ja, das geht schon. Das geht. Da. Ah, ja, das geht schon. Dankeschön. Ja. Ey. So. Wieso ist denn da ein. Wieso ist denn da ein Dorfbewohner drin? Wieso ist hier. Wieso. Ich hab die Bauarbeit nicht gesichert. Warum ist da ein fucking Dorfbewohner drin? Ah! Das darf doch nicht wahr sein. Was denn? Ist das dein Ernst? Was denn? Das machen die hier so. Die haben auch einen Huhn da drin. Tobi, frag mich einfach nicht. Das hat doch mit mir nichts zu tun. Das war schon so. Ich sag dir doch nicht, dass die reingehen sollen. Das, die machen hier ihre komischen Pipi-Spielchen im Brunnen. Mit dem Huhn. Ja, Mann. Was soll ich denn dazu sagen? Alter. Ernsthaft. Ich kann doch noch nichts für. Erik? Ja. Drück mal, guck mich mal an, drück mal linke Maustaste. Nein. Tobi, ich schlage keine Leute. Mach doch mal. Auf so einem Schild? Ha, siehst du? Der kleine Timmy. Hä, wo kommt denn der jetzt her? Der war schon die ganze Zeit hier drin, ich weiß aber nicht warum. Echt? Ja. Hä, den hab ich aber gerade nicht gesehen. Wie kriegst du den da jetzt wieder raus? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Wir müssen ihn, glaube ich, töten. Huch, wieso steht jetzt AW? Hä? Ich will ihn nicht. Tobi, was ist denn mit dir? Du willst immer Leute töten. Sagt der zwei Dorfverbunder mit dem Hütchen. Da hab ich nichts mit zu tun, Tobi. Ja, klar. Schon wieder A. Da hab ich wirklich nichts mit zu tun. Hast du vielleicht noch Kies dabei? Nee, ne? Hat das jetzt was mit diesen Dorfbewohnern in München zu tun, oder? Nee. leider nicht. Okay. Tschüss. Oh, ich sollte vielleicht nicht bei Nacht hier reiten, ne? Nein. So. Also, was ich jetzt mache, ich lasse jetzt mein Pferd einfach hier stehen. Gehst du Fuß? Ja, nein, ich mache das Pferd im Haus jetzt mal. Ich muss mal gucken, dass mein Facebook-Konto wieder ausgedings kriege. Ja. Ach so, ja, das stimmt. Jetzt mache ich jetzt mal ganz schnell und bin dann gleich wieder da. So, okay. Ja, also nicht 5 Minuten. Stunde. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. Wie mache ich das, dass die Hühner nicht hier auf dem Rand stehen dann? Mit dem Zaun würden die ja trotzdem stehen. Es sei denn, man würde hier vielleicht anderen Zaun machen oder vielleicht Blöcke? Ja, den Dorfbewohner müssen wir wirklich... Hat der Dorfbewohner seine Miete bezahlt? Was macht der denn? Ich glaube, der will jetzt raus. Ja, ich glaube, der will raus. Ich glaube, der will pennen oder sowas.
Schilder an Schilder, können wir das bauen? Geht das? Oder fliegen die dann auch weg? Aber Glasblöcke sieht nicht so geil aus hier im Dorf einfach eigentlich, oder? Wenn wir wirklich direkt ins Dorf... Fuck. Wenn wir direkt ins Dorf so Glasblöcke bauen, ich glaube, das ist eher ungeil. So. Würde ich jetzt noch einen Zaun holen? Ich hole mal einen Zaun. Tobi? Hörst du mich noch? Nee, ne? Ich war das nicht. Ich war das nicht. So. Oben müsste jetzt Wasser drauf, aber das kann ich, glaube ich, gerade nicht machen. Das wäre, glaube ich, ungünstig. Da würden Dinge passieren. Das wollen wir ja nicht. Oh, ich brauche noch einen Wassereimer. Ich muss den auffüllen. So. So, hier wieder schön 2 FPS aus. Haben wir nicht noch irgendwo eine Regentonne, die wir... Irgendwie so eine Regentonne mit unendlich Wasser? Haben wir sowas nicht noch irgendwo übrig? Wir brauchen ständig eine. Ich weiß nicht, warum ich nie eine dabei habe. Fuck. Oder hier Wassertonne, irgendwie sowas. Oder von Pams Harvestcraft brauchen wir, glaube ich, ne? Hier so ein Ding, guck mal. Wenn wir so ein Ding mitnehmen würden, 6 Eisen und dann Holzstämme. 6 Eisen haben wir, glaube ich. Und 3 Holzstämme, okay. So, 3 Holzstämme. Und dann noch 6 Eisen. So. Ich hätte einfach gerne eine Wasserquelle, die wir immer dabei haben. So, warte. So. So, so. Dann haben wir jetzt quasi immer unendlich Wasser dabei und brauchen nicht erst irgendwas suchen oder bla oder irgendwas machen. Da ist ein Brunnen im Dorf. Ja, ist ja egal. Wir haben ja jetzt immer Wasser dabei. Neben Wasser braucht man noch was. Boah, fuck, ich weiß überhaupt nicht mehr. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich das damals gemacht habe. Das ist schon so lange her. Zaun wollte ich noch holen. Ich muss noch mal gucken, ob die, wenn die Hühner wirklich immer auf den Rand gehen, dann würde ich das ändern. Ansonsten glaube ich eher nicht. Ansonsten ist mir, glaube ich, eher egal. Wenn die dauernd auf dem Rand stehen, dann würde ich, glaube ich, den Zaun wegmachen und Glas hinbauen oder vielleicht mit Carpenter. Carpenterblöcke würden gehen, ne? Da könnten die, glaube ich, nicht dran. Block des Zimmermanns, einer. Hier haben wir noch 3. Das ist nicht so viel. Hier haben wir noch 2. Das ist nicht so viel. Okay, Block des Zimmermanns. Da müssen wir gleich mal gucken. Wir müssen eh draußen ein bisschen abbauen. Ich gehe mal kurz Holz abhauen draußen. Abhauen draußen. Und dann müsste es eigentlich gehen. Da müsste es auch reichen. So, genau. So wie die Geländer in der Vault. Genauso würde ich das dann gerne machen. Ich schmeiß erstmal ganz kurz das hier raus. Die Bruchsteine haue ich auch mal kurz auf den Kopf.
Das Ei würde ich behalten, weil das brauchen wir bald, hoffe ich. 12 Kohle, zack. So. So, dann mal ganz kurz. Wir nehmen die Iron Lumber Axe, die hat noch keinen eigenen Namen. Na. So. Das könnte da hier bald sehr üble Saplings geben, wenn wir jetzt einfach alles liegen lassen. Dann würden sich sehr viele Saplings hier einpflanzen. Und vielleicht lassen wir die Magie einfach mal geschehen. So. Blub, 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 blub. La. Gut, es ist sehr dunkel, ich weiß. Ach, jetzt geht der Helm wieder. Alles klar, der Helm geht wieder. Ich weiß gar nicht, warum der zwischendurch nicht ging. So, warte. Dann hier mal ganz kurz rauspopeln. Wir holen uns mal ganz kurz alles an Holz raus, was wir kriegen können. Und mit... Geil, mit popeln. Was? Geil, popeln. Ah, da bist du sofort wieder dabei oder was? Hast du mich kaum, jetzt... Kaum geht's ums Essen. Weißt du, kaum geht's ums Essen, ist der Tobi sofort wieder dabei. Hast du mich jetzt ernsthaft in deine Schlucht geschubst? Was hab ich? Hä? Ich bin Holz sammeln. Du hast mich jetzt ernsthaft in deine Schlucht geschubst? Was hab ich? Ich bin ganz woanders, Tobi. Ich bin gerade Holz sammeln, weil ich da nicht mal weiterkam. Du weißt, dass ich mich jetzt zweierweise hier rausgraben muss. Hä? Was nochmal? Du weißt, dass ich mich jetzt zweierweise hier rausgraben muss, ne? Wie rausgraben? Und vor allem, welche Schlucht denn beim eingeborenen Dorf? Da ist doch gar keine Schlucht. Ja, das Loch hier. Das Hühnerbad oder was? Ja. Hä, nein. Aha, der Chat soll mir sagen, ich werde besoffen in den Pool geritten. Was? Schön. Sehr schön. Ja, da kann ich aber nichts für, Tobi. Grog ist der Schubser. Ich bin überhaupt kein Schubser. Zwei Dorfbewohner haben dich langsam reingeschoben. Das Pferd ist verrückt geworden und ist plötzlich los. Er hat dich reingeschlagen. Also Pferde bewegen sich ja eh die ganze Zeit, vielleicht darüber. Aber nicht von alleine, wenn man drauf sitzt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich reite ja nie. Nein? Nein, Tobi, nein. Was ist nur mit dir? Was ist mit dem Jungen? So, boah, irgendwie ruckelt hier gerade alles sehr hart. Ich gehe. Wohin? Du wolltest mir das Fischerdorf, das Fischerdings zeigen dann noch. Ah, ja, genau. Ich komme, Tobi, ich komme. So, wo bist du? Ich komme schon mal rum. Hab jetzt nur Holz gesammelt gerade ganz kurz, weil ich nichts mehr für einen Zaun hatte und für Carpenterblöcke. Krunk hat dir aufs Pferd geschissen? Was? Was? Hä? Niemand scheißt irgendwem aufs Pferd. Das macht man nicht. Kackst du mir auf mein Pferd? Nein, mach ich nicht. Du hast doch da einen Erdblock in der Hand. Hast du da auf dem Kopf? Was ist das? Das ist ein Goldhelm. Ja, was ist über dem Goldhelm? Der leuchtet. Ach, über... Hä? Was soll über dem Goldhelm sein? Warte mal. Was ist das? Warum hab ich eine Dose auf dem Kopf? Was ist das? Hast du da oben Marmorblock vergessen oder was? Warte mal. Ah. So besser? Ja. Was? So. Mist, jetzt sehe ich nichts mehr. Gegen Leute, deren Namen mit T anfangen. Erst so. Timmy, jetzt Tobi. Ja. Hey Tobi! Hey Tobi! Hey Tobi, ich komme Haupt! Boah, das sieht voll aus wie so ein besessener Krieger, Alter. soll eigentlich Mr. T sein? Ich weiß auch nicht so richtig. So, Katzenöhren, Ohren lasse ich mal. Nein. Einfach nein.
Alter, was? Was? Ich... Warum? Lass so bitte, so ist gut. Warum? Endet? Ist der YouTuber-Hut? Das ist ein Selfie-Stick, ernsthaft? So, oh, das ist ganz schön. Das ist ganz gut. Das ist schön. Vor allem mit den Flügeln voll. Ich bin ein sehr bescheidener Typ einfach, Tobi. Ja, das sieht man dir auch total an. Ja. Vor allem, wenn ich das da im Hintergrund da hinten sehe. So, bodenständig, ja, bescheiden, alles. Ist alles dabei, Tobi. Total. So. Warte mal, komm mal mit, guck mal da hinten. Warst du noch nie bei der Fischerhütte hier hinten? Das kann sein, dass ich vorhin dran vorbeigeritten bin. Ich habe aber nicht reingeguckt, extra nicht. Aber ich war da noch nie tatsächlich drin oder dran oder habe mir das angeguckt hier. Aber ich könnte schwören, als du auf den Server eingeloggt hast, bist du hier mal rumgelaufen so ein bisschen. Ach doch, stimmt. Da habe ich damals was geklaut. Mitgehen. Was? Also, was? Hast du natürlich auch wieder zurückgebracht, ne? Natürlich. Hier, guck, hier ist alles drin. Wie er sofort wieder reinstürzt und guckt. Das ist cool. Coole, hast du das gebaut? Ja, ja. Und das Coole daran ist, guck mal, ne, ich wollte hier noch so einen Trampelpfad machen, wenn man hier so nach hinten geht. Hier so. Guck mal, ist hier... Oh, shit. Was ist los? Was ist denn los? Alter, das ist so großartig. Weihnachten, Tom. Aua. Hä? Hä? Wie kannst du von da schießen, wenn du hier stehst? Hä? Alter, was ist denn das jetzt? Das ist einfach zu gut. Das ist einfach zu gut. Boah. Alter. Hello darkness, my old friend. Findest du das lustig, Alter? Findest du das echt lustig? Was denn? Was denn? Was denn überhaupt? Hm? Hast du dir so gedacht, ne? Was denn? Hä? Was denn? Klubiges. Was wie Heidschubsen, ne? Hm? Ja. Komm, schubst mich doch, schubst mich doch, komm. Ja, Tobi, los, trau dich, geh. Ja, komm, geh vor die Kacke. Geh vor die Kacke, Tobi. Geh vor die Kacke, Tobi. Tobi, geh mal vor die Kacke. Hm? Mach's gut, Klobias. Ob man den tamen kann? Aber umbringen kann man den. Du kannst es probieren. Na? Ne, traust du dich? Traust du dich? Hm? Traust du dich? Weiß ich nicht. Ne, trau dich, Tobi. Trau dich. Schade, dich getroffen. Muss wohl näher ran. Wie kannst du das nicht treffen? Ich wollte nicht treffen. Ach so. Dann.
Hast du mich gerade getroffen? Hä? Hab ich dich jetzt getroffen? Wie kann man denn so scheiße schießen, dass man nach hinten schießt, Tobi? Wie geht das? Hä? Kann man denn nicht... Hä? Alter! Hä? Warum dreht das automatisch immer auf dich? Aua! Wie kann man so scheiße schießen? Du hast dir selber in den Hinterkopf geschossen! Warte mal, pass mal auf! Ja? Geh mal weg! Achtung! Das dotzt voll weg, warte! Guck! Hä? Hast du es gesehen? Ja, aber warum? Achtung! Alter, Klubias hat eine Abwehr, so ein Abwehrsystem! Und was mit Pferig? Mann, den kann man gar nicht töten, dieses blöde Scheiß-Schmeißfliegenvieh.